Blackpink beizutreten scheint Lisas größter Fehler zu sein. Sie bekommt Massen von Hass und sogar Drohungen, nur weil sie ein Mitglied der Band ist. Das Schlimmste ist, es waren nicht nur Netzbürger, die es ihr schwer machten, sondern auch ihr eigenes Team. Anyone have any idea for Lisa's birthday present? I was planning on giving her a big slap in her face. Als Lisa ihre Solokarriere ankündigte, dachten Fans, sie hätte genug von den Beleidigungen. Aber wieso bleibt sie weiterhin in der Band, wenn sie ihren eigenen Erfolg gefunden hat? Und bereut Lisa es, Blackpink beigetreten zu sein? Als Lalisa Manobel Auszubildende einer neuen K-Pop-Band wurde, war es wie ein wahr gewordener Traum. Sie war die einzige Person aus 4000 Bewerbern, die einen Platz bekam. Aber er kam für einen hohen Preis. Lisa musste alleine aus ihrem Heimatland Thailand nach Korea ziehen. Es war nicht leicht für die Teenagerin, ihre Familie zurückzulassen. Ich war 14, bloß ein Kind. Ich war ein Mutterkind, also fühlte ich mich, als müsste ich jetzt auf mich selbst aufpassen. Lisa und die anderen Mitglieder mussten in einem alten, verwanzten Haus überleben. Und das Auszubildendenhonorar war so dürftig, dass sie kaum Geld fürs Essen hatten. Die Tatsache, dass das thailändische Mädchen kein Koreanisch sprach, verschlimmerte Dinge. Sie konnte ihre Bandmitglieder nicht verstehen. Und ihre 12-stündigen Trainingseinheiten jeden Tag fühlten sich für Lisa wie Folter an. Das ging für 5 lange Jahre so. Einmal war Lisa so erschöpft, dass sie beinahe die Musikindustrie verließ. Ich sagte meiner Mutter, ich will aufhören. Sie sagte, komm nicht zurück, halte noch ein Jahr mehr durch. Du versuchst es einfach nochmal. Du bist jetzt hier, halte einfach bis zum Ende durch. Der Gedanke an das zukünftige Debüt mit Blackpink hielt Lisa am Laufen. Aber Dinge wurden nur schlimmer. Als Lisa auf die Bühne ging, traf sie auf rassistische Angriffe statt Standing Ovations. Netzbürger fanden, dass ein thailändisches Mädchen kein Recht darauf hatte, K-Pop-Musik zu singen. Geh in deine Heimatstadt zurück, Lisa. Koreaner mögen dich nicht. Du verdienst nicht, hier zu leben. Haters erstellten sogar Gruppen auf sozialen Netzwerken, die Lisa verspotteten. Sie nannten sie eine schlechte Sängerin, hässlich und nuklearen Abfall aus Thailand. Gegner gingen so weit, ihre Outfits zu kritisieren. Leute im Internet bombardierten die Sängerin mit Hass wegen eines Kopftuchs, das sie in einem Musikvideo trug. Es sah einem traditionellen afrikanischen Überzug ähnlich, also wurde sie der kulturellen Aneignung beschuldigt. Die Kampagne war so groß, dass Lisas Videograf für sie einstehen musste. Er bat alle, das Video zu genießen und etwas Positivität zu verbreiten. Leider beendete das die gemeinen Kommentare nicht. Kritiker waren fest entschlossen, etwas Schlechtes an jedem Aspekt von Lisas Aussehen zu finden, warfen ihr vor, zu dünn oder zu klein zu sein. Es gab außerdem Gerüchte, dass die Sängerin eine heimliche Schönheitsoperation gehabt hatte. Lisas Befürworter mussten eine Twitter-Kampagne #RespectLisa starten. Doch es half nicht, denn der Hass war nicht nur digital. Die Sängerin erhielt viele Briefe mit Drohungen gegen ihr Leben. Das Blackpink-Management und die thailändische Botschaft bewiesen, dass sie in echter Gefahr war. Darum lebte das Mädchen in Angst. Und darüber hinaus wurde sie weiterhin mit Demütigung von ihrer eigenen Band konfrontiert. Angeblich taten ihre Bandmitglieder alles, um es Lisa schwer zu machen. Und die zahlreichen Beispiele im Internet beweisen es. Während eines Interviews versuchten die anderen Mädchen, Lisa aus dem Bild zu drängen. Während sie ein unterhaltendes Video aufnahmen, gaben die anderen drei Mitglieder dem Mädchen den tiefsten Wert. Who are you? I'm Lisa. 난 솔직히 마이너스 Only, I gave you 8.5, but you just gave me 6. 넌 6점 줬어? 4점 줄게. 다음에 보여줘. Obwohl das Bandmitglied so zu tun versuchte, als sei es kein großes Ding, konnte man sehen, dass es ihre Bestürzung zu verstecken versuchte. Wenn die Mädchen Lisa also direkt vor der Kamera demütigten, kann man sich nur schwer vorstellen, was hinter den Kulissen geschah. In der Netflix-Doku über die Blackpink-Band bestätigte Lisa, dass sie und Rosé im Grunde lange Feinde waren. We used to fight like a lot. Like, every single day, like, I have to like, oh, Rosé, can you stop? Lisa konnte sich an niemanden für Hilfe wenden. Darüber hinaus war ihr Management-Team ihr gegenüber nicht sehr respektvoll. In einem der Promo-Videos drängten sie die Sängerin in den Hintergrund und machten sie in manchen Bildern sogar unscharf.
Seit dem Debüt der Mädchen ist Fans aufgefallen, dass Lisas Outfit immer die schlechtesten sind. Es scheint, als ob die Stilisten absichtlich versuchen, sie weniger attraktiv aussehen zu lassen. Wie das Mal, als Lisa ein grünes Kleid mit seltsamen Fusselbällchen trug. Netzbürger sagten, sie sah aus wie ein Kohlkopf im Vergleich zu den anderen Mädchen in schicken, glitzernden Kleidern. Ihr überdimensionaler pinker Anzug sorgte auch für Stirnrunzeln wegen seiner fragwürdigen Form. Als Lisa in einem schwerfälligen Fransenkleid auf die Bühne ging, sagten Fans, der Stilist der Band versuchte, einen Clown aus ihr zu machen. Aber das war noch nicht das Schlimmste, was der Sängerin passierte. Der Blackpink-Manager klaute beinahe $1 Million von Lisa. Er versprach, ihr Einkommen in Immobilien zu investieren, aber betrog sie. Angeblich hielt er die Sängerin für eine leichte Zielscheibe, weil sie allein in einem anderen Land war und niemanden zu ihrer Verteidigung hatte. Zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass die ganze Crew Lisa niedermachen wollte. Doch die Sängerin blieb stumm. Vermutlich aufgrund der Bedingungen ihres Vertrags. Doch Netzbürger hatten eine Theorie. Es schien, dass das Team hinter der Band Lisas brillantes Talent verstecken wollte. Einmal hatte ihr Tanzvideo viel mehr Likes als das ursprüngliche Performance-Video der Band bekommen, also entschied das Management, es zu entfernen. Vielleicht versuchten Lisas Bandmitglieder, sie runterzumachen, weil sie eifersüchtig waren. Sie schienen wütend über die Tatsache zu sein, dass sie viel mehr Follower bei Instagram hatte. Also bemühten sich die Mädchen sehr, Lisa zu übertreffen und wurden manchmal sehr gemein. Ganz gleich, wie sehr das Mädchen versuchte, in so einer toxischen Umgebung zu überleben, es war nicht leicht für sie. In einem ihrer letzten Interviews verriet sie, dass es irgendwann zu viel war. Ich konnte nicht singen. Wenn ich ins Studio ging, um aufzunehmen, kam nichts raus. Ich weinte. Lisa verbrachte ein ganzes Jahr in diesem Zustand und anscheinend interessierte ihre psychische Gesundheit niemanden. Anstatt ihr Zeit zum Erholen zu geben, zwang ihr Team sie, härter zu arbeiten und neue Songs aufzunehmen. Sie drängten mich. Du kannst nicht? Nein? Bemühe dich mehr. Geh da wieder rein. Also hatte das Mädchen keine andere Wahl, als zurück auf die Bühne zu gehen und wieder zu singen. Sie gab keine weiteren Details zu dieser Situation. Aber es scheint, als ob sie durch die Herausforderungen am Boden war. Als Lisa ihre Solokarriere ankündigte, dachten viele Fans, dass sie nur ihrer toxischen Umgebung entkommen wollte. In einem Interview sagte sie sogar, es wäre Zeit, ihr Potenzial zu enthüllen. It's time for me to shine. Blackpink musste definitiv ein paar Schwierigkeiten durchstehen. Es muss hart sein, zu lernen, zusammenzuarbeiten, sich zu inspirieren und zu unterstützen in einem so jungen Alter. Aber der Manager der Sängerin sagte, da wäre kein böses Blut mehr zwischen den Mitgliedern. Sie wollen einfach ihre Talente erkunden. Darum haben Lisa, Rosé und Jennie Solokarrieren angefangen. Doch die Mädchen sind weiterhin da, um sich gegenseitig anzufeuern. They're super supportive. They're like trying to text me, trying to like, hey, are you okay? Like, are you okay to be alone? Trotz Lisas extrem erfolgreichem Solo-Debüt hat sie nicht vor, Blackpink zu verlassen. Abgesehen von ihren weltweiten Fans haben die Bandmitglieder jetzt eine starke Verbundenheit. Und sie wollen sie nicht verlieren. It's like a family, like sisters. You have each not other's... just a team member, not just like a business worker, no. Lisa scheint nichts zu bereuen und keinen Groll gegen das, was in der Band passierte, zu hegen. Stattdessen ist sie dankbar für die Erfahrung und die gelernten Lektionen. Letzten Endes hat Blackpink der Sängerin viele Türen geöffnet. Heute ist Lisa die berühmteste K-Pop-Sängerin der Welt und ist die Botschafterin für Luxusmarken wie Celine und Bulgari. Und sie hat gerade erst begonnen, die Welt zu erobern. Denkt dran, je größer die Herausforderung, desto größer der Ruhm, sie zu bewältigen.